Ich hab super. Legendärer Gegenstand. Hacker, geh nach Hause. Streitkolben. Sagt der Richtige vor allem mit dem Hacker, ja? Also. Das Goblin. Noch was am Liegen. Meiner. Du öffnest jetzt aber ein Portalschaftsproblem. Ein Portal hin. Wo ist er? Und der ist uns zu einer prächtigen Tour gefahren. Cool. Wow. Das muss ich mir gleich erstmal angucken. Hey, guck mal, das ist so eine Kathedrale. Nicht reingehen! Da geht's zu Urzael, glaube ich mal. Nicht wow. Reingehen, Ecke dran. Boss Urzael. Jetzt kann ich mein Loot hier auswählen. Wow. Boss Urzael. Ich bin gerade mein Loot am gucken, verdammt nochmal. Hahaha. Voll Absicht. War voll Absicht. Ja, ich hoffe, ich habe noch genug Plätze dafür. Ja, guck mal, der hat so. Wie heißt der? Der Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. So eine Kanone. Ja, wo gerade so eine Kanone. Was der, ist der Kanone? Der ist so Taikes, und der Rest der Dämonen. Der ist so der Taikes aus. Seid ihr fertig? Ja, nee, er ist einfach mal der Taikes von Diablo. Taikes nützt ja auch so eine Gatling Gun. Was macht Uzael? Er nutzt einfach mal irgendwie. So ein Gatling Gun, Rambock, Flammenwerfer, irgendwas. Alter, meine Dings waren einfach auf und drauf. Moment mal! Das ist jetzt so ein Flammenwerfer digitiert? Ja. Oh, komm die Bäder an, ey! Oh, hörst du! Das kommt auf Bauch zurück. Zieh doch nicht ganz auf die Fest. Warum sind diese Bosse so viel stärker als die andere Gegner im gesamten Spiel? Allein die Diablo hat weniger ausgehalten. Weil wir unter Level sind. Asche auf dein Haupt. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh, mein Loser. Nie fallen. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Jetzt werde ich nicht sentimental. Wir werden uns nochmals sprechen. Ach, wir müssen ja sowieso zurück. Ich wollte gerade vorschlagen, ob wir zurückgehen. Ich kehre in die Stadt zurück. Jetzt haben wir schon mal, glaube ich, das erste Viertel des Spiels fertig. Und es dauert noch so lange. Oder gesagt, hey, wir haben jetzt gleich 21 Uhr, ja? Und wir haben vielleicht gerade mal eine Stunde gebraucht. Wenn nicht mal. Er hatte gesagt, minimal 4. Der Zähler will halt Dragon Ball spielen. Ja, stimmt. Und noch mehr Europa und was alles. Hat halt Sucht. Ja, voll den Suchtfaktor, also. Soll ich mit Ture eben ein bisschen Friedmann-mäßig vorzugehen? Nein, wir müssen ja auch die Texte haben. Der reicht, wenn gut. Ich die Texte habe. Genau. Nee. Also, was braucht ihr? Hast du übersprungen? Mhm. Was, du hast den Text übersprungen? Mhm. Du bist scheiße, Foxy. Andere. Ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Und das wäre? Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie das ihr ist, Maltael finden könnt. Wenn du in den Shop reingehst, dann sie erwartet euch in den aktiviert er und ihr das Gespräch. Der Zylot ist gerade da reingegangen. Adria. Oh, muss ich nicht. Der Schillot muss wieder chillen und shoppen. Shoppen was? Ja, ich lasse euch nicht allein. Hör auf, hör immer vor. Ja. Ist das so? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet. Kommt mit, wenn ihr es für nötig haltet. Auch Adria wird. Urzael und die Seelenernter sind tot. Die Menschen von Westmark können mit dem Wiederaufbau beginnen. Lora
Edward und ich gehen in die Blutmarschen, um Adria zu stellen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Doch vor allem werde ich ihre Blutschuld einfordern. Oha, Blutschuld gleich. Das ist voll böse. Aber wenn man denkt, wie alle unfähig sind, ne? Wir hatten den schwarzen Seelenstein. Das ist komisch. Ja. Alle sind unfähig für einen Experten auf dem Gebiet der Sumpflinge. Theoretisch sind wir ja auch alleine. Der Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich mit der Futtersuche und dem Graben beschäftigt. Wie kann eine Armee auch nicht frei dort aufhören? Fürchten sie uns Menschen. Ja. Oder wie in diesen amerikanischen Filmen, oder wie in den amerikanischen Filmen. Ein Typ kommt her und er besiegt daher und kann ein ganzes Land besiegen. Dieser eine einzigste Typ kann einfach, macht alles fertig. Doch jemand hat diese Szene gehabt. Man muss es mit dem Sumpf doch zweimal machen müssen. Was ist das denn für keine Viecher? Sind das Gnome oder was? Sumpflinge. Ich würde die Dinger nicht unterschätzen. Die gibt's noch mal in groß. Oh shit. Oh shit. Oh, da sind sie auch schon. Das ist der Laden B. Der Hauer-Sumpfler ist eine großgewachsene wilde Bestie. Mit äußerst schlecht. Dies war nur ein Zugang zur Stadt. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einem Nephalem wie euch sollten sie den rechten... Ihr mögt schlau sein, Adria, doch eure Zeit neigt sich dem Ende zu. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Natürlich. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Wer war Adria nochmal? Die eine Olle da, die Diablo gemacht hat, erschaffen. Und die so Mutter aus Lea. Von Lea. Ja. Die Mutter von Lea und der Mann von Diablo. Und der Vater von Diablo oder so. Adria ist der Vater von Diablo. Ja. Ich muss hier, ich weiß. Was hast du da geaktiviert? Was hast du da gemacht, ja? Ach, ich aktiviere einfach irgendeinen, also. Oder? Jetzt werde ich mich beweisen. Ja, mach irgendwas. Ja, wir müssen uns jetzt einen Eingang aussuchen. Ja, machen wir es kaputt oder so. Wir können auch in alle Eingänge durchgehen und der als durch den wir durch können, da gehen wir gleich durch. Und ja, rechts gibt's eigentlich. Halten uns halt nicht groß damit auf. Da lebt noch. Ey. Kommt ihr? Aber ja, Moment. Wir müssen auch looten, Bro. Das geht auf jeden Fall schneller als mit meinem Dämonenjäger. Aber allein. Ey, wir haben direkt den richtigen Weg gewählt. Ne, echt? Ja. Okay, so spart man sich eine Menge Zeit. Und das weißt du? Ich hatte eigentlich vor, woher? Die uralten Ruinen außerhalb Westmarks zu erkunden. Jedoch fiel mir dann auf, und dass die es dort Eingänge von diesen grässlichen Skarabäen nur so findet. Natürlich fürchte ich mich nicht vor diesen Biestern, aber sie kosten mich einfach viel zu viel Zeit. Und ich bin doch weit und breit für meine Effizienz bekannt, nicht wahr? Die Fleischschamanen wurden aus dem Blut der Hexe Adria erschaffen. Aus diesem Grund können die Schamanen wie Adria auch Magie einsetzen, die die Macht von Blut und Feuer kanalisiert. Glücklicherweise hat Adria nur eine begrenzte Menge an Blut zur Verfügung. Und auch das nicht mehr lange. Na, ah, die generiert neues Blut, oh mein Gott. Ja, die ist ein Vampir. Da war noch so ein komisches Vieh. Durch die Wand einfach. Ah, das schreit. Oh nein, das sind diese komischen Dinger. Die können diese, diese hässlichen Fledermaus-Viecher da. Die können diese Sumpflinge zu solchen, zu diesen Dicken machen. Guck mal, Zelot, hier ist nicht der richtige Eingang. Das habe ich nicht. Oh. Du hast gesagt, wir haben den richtigen genommen. Ich kann mich auch mal irren. Du darfst dich aber nicht irren. Ja, wir haben den richtigen Eingang.
Das ist aber Gold. Bisher hatte ich ja meinen Assistenten für die lauteste Kreatur der Welt gehalten, aber das war, bevor ich den kreischenden Schrecken entdeckte. Diese fledermausartige Monstrosität erzeugt den ohrenbetäubendsten Lärm, den man sich nur vorstellen kann. Wodurch sie das Wunder vollbrachte, meinen Assistenten noch lauter schreien zu lassen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen werden mich noch wochenlang begleiten. Oha, da ist eine Truhe. Loot. Oh, der bringt sogar was, der Loot. Ich habe hauptsächlich Gold gekriegt, aber egal. Ich habe schon 1 Million Gold. Dim. Ja, der soll noch kommen. Komm mal her. Noch so ein Turm. Lass mich haben. Guck mal, der ist voll geplatzt. Oh, ich hab noch einen Eingang gefunden zu einer Höhle. Oder sollen wir da reingehen? Ganz so. Loot. Mega Rocken. Kniet nieder vor Zakarum. Diese Kreatur muss sterben. Ach, Foxy muss auch unbedingt ein Strategiespieler spielen noch. Was denn? Hearts of Iron 4. Was? Hä? Wie bitte? Hearts of Iron 4, Herzen aus Eisen. Was muss das ist erstens mega kompliziert, zweitens richtig so, schwer ist, ja. Und das drittens Zweiter Weltkrieg. Kommt aber nicht. Muss mich sponsern. Ist ein Paradox. Alles was ein Paradox kommt, ist gut. Vom Paradox kommt auch Dings. Ja. Mounted Blade. Ja, das auch. Ja, wie gesagt, alles was ein Paradox kommt, ist gut, ehrlich gesagt. Mount & Blade hatte ich auch mal vorzuspielen. Das war sogar erstmal, dachte ich sogar mal gut als erstes Let's Play, aber hast du doch gelassen, weil es einfach so lang ist und so endlos. Was man tun kann, außer Obern kämpfen und so. Multiplayer besser. Hm? Was kann man im Singleplayer eigentlich gar nicht machen, außer Obern und reden und. Naja, du kannst halt Quests machen und so. Ich finde es, aber das Spiel ist halt einfach arschlang. Oh ja. Für mich ist das Spiel immer zu Ende, wenn ich dann letzten Endes die ganze Karte, was ich bis jetzt noch nie geschafft habe, dann unter Kontrolle habe. Und das hat wirklich alles mir gehört. Ja, in Europa und im Saal könnte man sagen, heute Spiel, auch wenn man einfach am mächtigsten ist. Ich habe ja 500.000 da. Segen des Lichts. Ja. Selbst mit allen Ländern hätten die eine gebündelte Armee, könnten sie mich aber nicht besiegen. Immer noch nicht genug? Der Heiligung schreibt sich mit mir. Hui!
viel los, Mann. Andere ist schon. Ja, geht's auch noch. Da geht's auch hoch. Die sind meistens immer verbunden, die Wege. Nur Spreu im Winde. Ach, geht doch da auch, Mann. Oh, wer ist denn da? Hallo, Zillord! Ja, weil ich unten lang gegangen bin, nicht nach oben. Hä? Ja, wirklich, du hast ja gesagt, warum, gefragt, warum wir nicht oben rumgehen. Sind doch verbunden, ja, sind sie auch, die Wege. Ich wollte dir bloß damit zeigen, dass die Wege verbunden sind. Hey, guck mal, hier unten sind Gegner. Was brauche ich? Die Schlingen der Fallensumpfler sind überraschend effektiv. Obgleich es sich mir entzieht, wie sie deren Herstellung erlernt haben. Der Großteil des Gehirns der Sumpfler scheint sich auf Töten und Fressen zu konzentrieren. Ihre Anstrengungen in diesen Bereichen sind jedoch bewundernswert. Vielleicht sollte ich eine dieser Schlingen vor meinem Zelt aufstellen, bevor ich schlafen gehe. Ein legendärer Gegenstand. Scheiß Ruhe. Wollen wir nach unten rumlaufen oder? Kniet nieder vor Zakharum. Oh, es gibt noch eine zweite Ebene, ey. Cool. Oh. Hey, nee, man kommt da wieder oben raus, was? Ja, man, du kommst da woanders wieder raus. Die Höhlen sind da so miteinander verbunden. Boah, war nicht gerade so weit weg. Naja, lass mal nach oben lang gehen einfach. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen und ihr entfuhr ein Lachen. Wow, was das ist. Ihr seid zum Durchgang von Corvus gegangen. Ja. Okay. Das ist aber diesmal der richtige. Nur Geduld. Wirklich. Augenzwinker, wow. Oha. Aber mit dem Augenzwinker, wow, da muss ich dir glauben. Ja, das ist Licht.